Aktuell ist eine meiner Lieblingsautorinnen Stefanie Sargnagel. Ich mag, dass sie mich zum Lachen bringt. Das kommt selten genug vor, deshalb schätze ich sie dafür sehr. Und ein All-Time-Favorite wäre Benjamin von Stuckrad-Barre. Den habe ich zuerst gelesen, so mit 16, 17. Und ist eigentlich auch der erste, der mich so gepackt hat und bei dem ich Spaß im Lesen hatte. Und auch der Grund dafür, dass ich dann auch schreiben und lesen mochte. In erster Linie hilft sie mir, Texte zu erschließen und dadurch auch neue Perspektiven zu gewinnen auf persönliche, sei es philosophische, soziologische oder gesellschaftliche Fragen, die mich beschäftigen und die ich dann im besten Fall sogar beantworten kann oder etwas daraus ziehen kann aus den Texten. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich setze mich für kulturelle Veranstaltungen in erster Linie ein. Ich mag es, wenn es kleine lokale Veranstaltungen gibt, bei denen ich unterstützend dabei sein kann. Und es geht dann meistens um ein Miteinander, um eine offene, angenehme Stimmung zu schaffen. Und natürlich das Wichtigste ist die Klimakrise und ich versuche auch da irgendwie einen Mini-Beitrag dazu beizutragen, dass wir das in den Griff kriegen.